Hallo und herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Wir befinden uns in Wizard Island. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist schlafen gehen. Ich habe mich nicht getraut, alleine schlafen zu gehen. Denn, ich hatte halt die Befürchtung, dass wir vielleicht angefunkt werden, wenn ich das halt zwischen den Folgen mache. Hi. Wer zum Teufel ist Eddie Apuna? Ich mach mir kurz ein Nickerchen. Genau, weil ich hatte Angst, dass wir angefunkt werden und dann kriegt ihr das nicht mit und ja, ist auch blöd. Von daher machen wir das so. Guten Morgen. Weiter geht's. Missionsmäßig sind wir gerade, ja, ein bisschen out of order, wollte ich gerade sagen, aber wir können einfach zurück zum Colonel. Deacon, hörst du mich? Deacon, Sarah hier, ich muss mit dir reden. Hey, ich höre dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, ich brauchte nur diesen DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Wow, okay, und was kann ich für dich tun? Das sag ich dir, wenn du hier bist. Sarah Ende. Alles klar, das könnte es sein. Damit haben wir direkt schon mal eine Mission und... Corporal St. John, Hi. Wir haben ein Problem, bei dem Sie uns helfen können. Okay, Sir. Eine unserer Soldatinnen wurde entführt, Sergeant Melinda Foster, als sie auf dem Highway 97 an der Ostgrenze auf Patrouille war. Es war ein Hinterhalt. Zwei Männer kehrten zurück, lebend. Sergeant Foster wurde entführt. Melinda Foster... Kennen Sie sie? Nein, Sir, leider nicht. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Ich vertraue darauf, Corporal, dass Sie sie unversehrt zurückbringen. Sie können auf mich zählen, Sir. Wegtreten, Corporal. Aye, aye, Captain. So, genau. Wir gehen aber auf das könnte es sein. Aufträge mit unserer Frau sind sowieso das Beste. Schätzchen, ich bin zu Hause. Warte, Moment mal, du willst einen lebend? Es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier. Was ist das? Ein spezieller Tranquilizer, damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Das könnte es sein. Ja, Ma'am. Okay, wir müssen doch alleine los. Na, vielen Dank. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Deacon, kommen. Hey, ich will dir gerade einen Krabbler suchen. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Hey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, melde dich, wenn du da bist, Sarah Ende. Eine Krabbler-Kolonie. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Ist das nicht das Haus, wo wir schon St. John, Bericht. Waren? Hey, Captain. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Weavers Waffe testen. Nein. Uri Ende. Oh, Scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Ja, Weavers Waffe testen. Ich weiß, welche Mission das ist und ich habe jetzt schon Angst davor. Sarah, ich bin da. Und ja, es ist diese Hütte. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Wo ist denn der Tranquilizer? Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Ärzten dort drin schon seit Monaten Blutproben. Die brauche ich für das Serum. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten? Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Warum gerade das?
Okay, Farming Spot gefunden. Hi. Aber warum gerade das Mädchen im roten Shirt? Scheiße. Na los. Okay, können wir jetzt? Ach, komm, ey. Die ist gleich wieder wach. Darf ich? Yes. Ich hoffe, das ist abgeklärt, dass wir die auch wirklich zurückbringen dürfen. Ich kann mir gut vorstellen, wir werden halt ein bisschen komisch angeguckt gleich, aber naja. Brandsätze stecken Gegner in Brand. Ach. Du wolltest ihn lebend. Du kriegst ihn lebend. Schön. Sie greifen nur an, wenn sie deine Schwäche bemerken oder gereizt werden. Hm. Zerstörbare Objekte mit orangefarbenem Seil aneinander gebunden. Okay. Wir müssen aber selber gar nicht zurückfahren. Ist auch sehr schön. Man hätte irgendwie noch was einbauen können, dass der Krabbler halt mittendrin wieder wach wird oder so. Ah, oh, verdammte Scheiße! Hey, Captain, er hat mein Bike vollgepisst. Ah, der Colonel erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht, Sir. Genau. Weitermachen. Ja, Sir. Gib mir meinen Ring wieder. Okay. Ach ja. Kuri, sie ist meine Frau. Was soll ich machen? Komm schon, hilf mir! Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Okay. Das ist ich gearbeitet. Wie lange? Halt fest, nur ein paar Sekunden. Oh, Scheiße. Nun. Ach du Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Gott, warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du versuchst sie zu heilen? Ich dachte,
Sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen, weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe da mal ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Boozer zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker. Überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien. So viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Boozer... Boozer, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe, aber mir war alles scheißegal, einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück, weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie hart du arbeitest, wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf, reiß dich zusammen und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Würdest mir helfen? Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst. Gib nicht auf. Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahnenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann hängen wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Pack deine Sachen, ich bin gleich zurück. Danke. Ja, Ma'am. Corporal St. John. Colonel, Sir. Kommen Sie bitte. Es war so klar, jetzt kommt die Weaver-Napalm-Testen-Mission. Aber eine schöne Ansprache von Deacon. Ich mag das richtig, richtig gerne. Sind wir bereit? Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren,
Dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. Eine Horde hochjagen. Mhm. Ich hasse dieses Ding. Weil ich glaube, oder ich glaube, es war sogar eine relativ große. Na gut. Bitte nicht. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt es ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Oh, ich weine. Hab noch mehr Molotovs. Munition bei meinem Bike. Gut, das Zeug könnte nützlich sein. Was haben wir denn da? Aber Fernlenkbombe, ist das dein Ernst? So, wir haben noch genug explosives Zeug. Fernlenkbomben sind so unnötig. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Haben Sie einen besseren? Mein Plan. Viel Glück, St. John. Aha. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Was geht denn hier drin ab? Jetzt nicht mehr so viel. Oh Gott. Okay, ich finde, wir können hier vielleicht ein paar Annäherungsbomben setzen. Da zum Beispiel. Und da. Oh, das ist die. Die hatten wir doch schon platt gemacht. Och Mann. Oh Gott. Ja, holt ihn euch, komm. Sehr schön.
Okay, dann versuchen wir den Napalm, Molly. Feuer frei! Wie sieht's aus, Captain? Erledigt. Weiter. Ich versuch's. Ja. Es klappt. Weaver's Molotov. Wow. Ich sehe die Flammen bis hier. So sieht's aus. Gleich geht's weiter. St. John, Sie haben die Hälfte von Ihnen erwischt. Weiter so. Ich bin dran. Ja, wollt ihr was? Hier vor! Arschlöcher. Wir müssten halt mit irgendwas dafür sorgen, dass wir sie den Sichtkontakt zu uns verlieren. Strengt euch einfach nicht genug an. Kommt schon. Essenszeit! Ihr müsst mich nur noch fangen, Jungs. Okay. Los, St. John, weg! Erzählen Sie mir was Neues! Wie schlage ich mich? Fast geschafft, Corporal. Drei Viertel haben sie. Dann gib mir mal die Öhrchen. Ja, oh Gott. Deacon, weg da! Verschwinden Sie! Danke, Corey. War mir nicht bewusst, dass ich abhauen muss. Wenn Freaks kommen. Habe ich noch so ein Ausdauerding? Der wäre vielleicht nicht verkehrt. Boah, shit. Die kommen halt auch da hoch. Das war mir jetzt nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Das dürften wirklich schon die letzten sein. Weg. Weg. Corey, bitte. Oh, das ist alle waren. Ich kann's nicht glauben. Erledigt. Sie haben eine Horde erledigt. Ja, kein Problem. Kein Problem. War nicht die erste. Ei. Sarah, hörst du mich? Lieutenant Whittaker. Hier spricht Corporal St. John. Hören Sie mich? Kommen. Wo zum Teufel bist du? Captain, ich wollte Meldung machen bei Lieutenant Whittaker. Sie antwortet nicht. Sie wollten es ihr selbst sagen, was? Ja, sie wird sich mächtig freuen. Bestimmt. Sie sehen sie sicher bald. Nicht Lieutenant Weaver anfunken. Ich möchte es ihm persönlich sagen.
Okay, ja, ja, machen Sie das. Verstanden. St. John, Ende. So, ich würde die Ohren jetzt aber auch ungern verschwenden. Von daher nehmen wir die natürlich noch mit. Es sind halt schon so ein paar, ne? Deswegen, also... Okay. Also schade, dass wir aufgeflogen sind natürlich, aber wir haben die Horde erledigt. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil es dieselbe Horde war, die wir schon platt gemacht haben. Aber da mussten wir halt nicht in den Infight gehen. Da haben wir ja wirklich nur mit Molotows und Bomben und so gearbeitet. Aber gut. Und irgendwie hatte ich eine größere Horde in Erinnerung. Also nicht, dass die jetzt klein war, ne? Aber ich hatte irgendwie eine von den ganz, ganz Großen im Kopf. Geschafft. Sie haben es geschafft. Ah, Weaver hat es geschafft. Ah. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. So viel zum Thema Adrenalinschub, ne? Dafür ist es dir aber sehr, sehr oft ausgegangen, mein lieber Freund. Und wir dürfen wieder nicht alleine zurückfahren. Toll. Ich bin nur froh, dass ich jetzt eine meiner, in Anführungsstrichen, Angstmissionen jetzt hinter mir habe. Und die doch nicht so schlimm war. Hey! Wie lief's? Tut mir leid, Lieutenant. Oh Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja, hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh Mann! Und danach wird gefeiert, in der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey Mann, kommst du? Wissen Sie was, ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut, Sohn. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Bitte. Was? Warum? Wie? Warum? Befehl vom Colonel. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey! Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich hab hier die bestellten Sachen. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu.
Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. Warum? Was? St. John, hier spricht... Ja, ich habe nur dich gesehen. Abgeschlossen. Nice. Schön. Curry, kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Toll. Ja, Sir. Curry Ende. Ein wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Wiederbevölkerung. Ich habe halt jetzt keine Ahnung. Da können wir nicht durch. Hey, Sarah, hörst du mich? Kommen. Corporal St. John. Ich werde kein Ungehorsam. Fangt doch nicht noch an zu reden, wenn ich kurz davor bin, in so einen Bereich zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dialoge ich deswegen schon geskippt habe. Ah, Sir, ich war... Wissen Sie, als ich jung war, wir erforschten Höhlen wie diese hier, suchten nach Felszeichnungen von den Modok und anderen. Jahrtausende alt. Wissen Sie, sie lebten nie in diesen Höhlen, die Heiden. In Kälte und Dunkelheit. Doch sehen Sie, wie tief wir gefallen sind. Colonel, ich war auf der Suche. Der Soldat, der Lieutenant Whittaker und Weaver zugeteilt war, den Sie ersetzt haben, ist fahnenflüchtig. Er brach in meine Privaträume ein und stahl mein Exemplar der Heiligen Schrift. Ich will sie zurück. Ja, Sir. Sie finden seinen letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Jetzt müssen wir auch noch Bibeln zurückholen. Was zur Hölle? Hey Sarah, hörst du mich? Kommen. Ah, jetzt. Corporal St. John, ich werde kein Ungehorsam dulden. Soldat, ich arbeite gerade raus. Sorry, Ma'am, Befehl vom Colonel. Ich soll Sie ständig im Auge behalten. Lieutenant, sorry, ich wollte mich melden. Ich habe eine Frage zu dem Anforderungsschein. Ja, Corporal. Da steht, ich soll Wasserschierling besorgen. Ja, der wächst am Rand von Feuchtgebieten. Such im Norden von Klamath Marsh, da findest du was. Klamath Marsh, hab's verstanden. Aber denk dran. Das Zeug ist hochgiftig. Das ist die giftigste Pflanze Nordamerikas. Okay, ich werde aufpassen. Und im letzten Bericht stand auch irgendetwas über infizierte Krähen. Du brauchst etwas, um die Nester zu verbrennen. Nester verbrennen. Verstanden. Noch was anderes. Das Projekt, an dem ich arbeite, ich werde bald mehr Infos dazu haben. Danke, Corporal. Lieutenant Whittaker, Ende. Oh, neues Tutorial freigeschaltet. Für die Nester brauche ich Molotovs. Hey, Weaver. Oh, Corporal St. John, komm doch rein, Mann. Sieh dich um. Mein Zuhause. Ja, wirklich schön haben Sie es hier. Schöne Scheiße, hm? Was Sie wohl gemacht hätten, wenn ich versagt hätte? Oh, eine kältere Höhle. Darunter. Ja, ich hörte davon. Tja, sie ist auch nicht besser klargekommen als ich. Nein, ist sie nicht. Brauchen Sie irgendwas? Nee, Mann, alles gut. Oh, halt, weißt du was? Es gibt was, das ich gerne hätte. Hörst du das? Noch nein. Genau. Gar nichts. Entschuldigung. Der Colonel hat's nicht so mit Musik, falls du das noch nicht weißt. Ich glaube, er ist Mennonit oder so. Nein, das ist Tanzen. Was wie... Tanzen? Mennoniten lieben Musik. Sie haben nur ein Problem mit Tanz. Schon gut. Oh, sag bloß. Na, wie auch immer, Kumpel, ist mir egal. Ich brauche einen MP3-Player. Kopfhörer. Irgendwas. Sound. Soll das ein Witz sein? Sehe ich etwa so aus?
Okay. Danke. Und dafür müssen wir zu der Horde auf dem College-Gelände. Ja. Oder? Ja. Wenn wir schon mal da sind. Wie immer. Dann laufen wir auch völlig falsch. Nice. Jetzt dachte ich mal, ich bin schlau und laufe alleine los. Hat nur so halb funktioniert. Wir skippen die Räder aber auch wieder. Wie gesagt, ich habe halt keinen Bock. Vor allem, wir müssen eine Bibel für den holen. Was ist denn das für ein Schei? Also, für ein fortgeschrittener Mist. Ich will das alles nicht. Tschüss. Mhm. Okay, wir gucken nochmal. Ich habe einen Plan. Fahre den Wasserschierling zu suchen. Ah, er hat es nicht so mit Musik. Hi. So, wir holen erst den Schierling. Denn gewisse Personen in diesem Camp sind wichtiger für mich als andere. Und vor allem, wenn wir den Schierling holen, kriegen wir halt Giftbolzen. Das bringt mir persönlich mehr als... als Musik für Weaver zu besorgen, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich halt nicht weiß, wie genau dann die Giftbolzen funktionieren. Und warum wir jetzt schon wieder... Wie spät haben wir es? Es ist halt 12 Uhr in der Nacht. Also kurz nach Mitternacht jetzt. Man hätte vielleicht auch nochmal pennen gehen sollen. Und vor allem, ich dachte, der Colonel hält seine Reden... in einer... Bei Sonnenaufgang. Oder habe ich da was falsch im... Also erinnere ich mich vielleicht einfach falsch. St. John, hörst du mich? Weaver, ja, ich kann dich kaum noch hören. Schlechte Verbindung. Das ist die Höhle. Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert. Hey, ich weiß, wo du den MP3-Player findest. Okay, ja. Wo denn? Ich war in einem Flüchtlingslager an einem Community College, das überrannt wurde. Das Community College östlich von hier, beim Highway 97? Ja, genau das. Mit so einem komischen Tierhaltsymbol. Egal, als wir weg mussten, musste ich alles zurücklassen. Auch meine Mucke. Scheiße, ich muss los. Meld dich, wenn du da bist. Weaver Ende. Klar, Weaver. Was auch immer du meinst. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Da waren einfach wieder Drifter. Common O'Brien. Ich weiß, dass du mich hörst. Drifter? Hätte nicht gedacht, dass ich noch von dir höre. Dein Funkgerät war aus. Ich hab's ausgestellt. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Ich höre. Eine Frau. Die Frau, die wir gesucht haben. Ich erinnere mich. Ich hab sie gefunden, O'Brien. Sie lebt. Das ist unglaublich, dass sie es rausgeschafft hat. Hör zu, ich hab keine Zeit. Ich hab sie gefunden, sie lebt. Aber sie wird von der Miliz festgehalten. Von den Typen, die du erwähnt hast. Das tut mir leid. Also ich brauche dein verdammtes Mitleid nicht, ja? Ich brauche deine Hilfe. Sie halten sie fest und ich komme da nicht hin, okay? Du musst mir helfen, sie zu befreien. Du weißt, dass das nicht geht. Einen Moment. Okay, aber zuerst musst du was für uns tun. Sag an, ich mache alles. Lass dieses Mal das Funkgerät an. Ich melde mich. Okay, O'Brien. O'Brien! Verdammt! Teufel. Sollte ich mir mal an. Drei.
Schade. Ich dachte, das würde funktionieren. Drifter, hörst du mich? O'Brien, okay. Wo zum Teufel warst du? Triff mich bei den Koordinaten, die ich geschickt habe. O'Brien, Ende. O'Brien? O'Brien? Oh, Scheiße, er ist... Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass O'Brien jetzt, also dass O'Brien so häufig im Spiel noch auftaucht. Auftauchte. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, gut, ja. Es gab noch einen Verräter unter uns. Er war ein Spion der Anarchisten. Anarchisten? Ja, Sie erinnern sich. Er floh, bevor wir ihn verhaften konnten. Die Verfolgung... Okay, das sieht ziemlich nach einem Sumpf aus. Mal sehen. Ja, und hier ist noch mehr. Mehr Schierling. Ich brauche mehr von dem Zeug. Okay, noch ein bisschen mehr. Ich brauche mehr davon. Wieso kann ich den... Ach, den kann ich doch noch mitnehmen. Ich dachte gerade schon. Das sollte reichen. Okay. Ja, und wenn wir dann schon mal draußen sind, können wir ja... Mann. Das ist halt so bekloppt, dass man hier noch hin muss. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, von welcher Seite wir rangehen. Ich meine, jetzt in der Nacht könnte man vielleicht Glück haben, dass die Horde unterwegs ist. Ihr seid die Arschlöcher, die mich überfallen wollten. Ja, kommen wir später zu. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Ja. Ja, Sir. Ach so. Corporal, gut, ja. Es gab noch einen Verräter unter uns. Er war ein Spion der Anarchisten. Weaver, ich bin hier. Oh Mann. St. John, okay, Mann. Hey, ich war in einem Zelt untergebracht, einer, wie heißt das Ding noch? So einer Nissenhütte. Sie stand direkt in der Mitte des Camps. Okay, was kannst du mir noch erzählen? Ich meine, die sehen alle gleich aus. Warte. Ja. Sie standen neben so einem Fahnenmast und da wehte unsere Flagge. Oh, wie patriotisch. Okay, gut, ich sehe mal nach. St. John, Ende. Hier sind sie. Hier, das muss es sein. Da ist die Horde. Schön. Das ist das letzte Nest. Aber die wissen doch nicht, wo wir sind, oder? Die wissen nicht, wo wir sind. Das war das Letzte. Die wissen, wo wir sind! Warum? Woher? Ach, komm. So, aber wir können jetzt Glück haben. Hier spricht Ricky für Lost Lake. Oh. Ja, Ricky, was gibt's? Scheiße. Eine Horde. War ja klar. Wie zur Hölle soll ich da durchkommen? Eine Nissenhütte. Okay. Gut, das muss da unten beim Footballfeld sein. Mhm. Wir haben halt nichts aktuell, was wir wirklich machen könnten. Können halt nur hoffen, dass die Horde da lang weiterzieht. Und wir halt außenrum so ein bisschen... Freiraum für uns kriegen. Ansonsten ist die Horde
Jetzt gehen die wieder zurück, natürlich. Ansonsten ist die Horde für uns einfach viel zu krass. Das wird einfach nichts hier. Ich meine, wäre schon geil. Aha. Also ja, die ist hier noch lange nicht fertig, die Horde. Aber es geht schon mal in eine gute Richtung. Das ist echt krass, wie wir das... Also... Weg. Hier spricht Ricky für Lost Lake. Kommen. Ja, Ricky, was gibt's? Ricky, Boozer, kann mich einer hören? Deacon an... Ich wollte nur hören, was Eddie sonst noch braucht. Ich hoffe, das Ganze ist es wert, Weaver. Verdammt, Ricky, keine Ahnung. Eine Sicherheit. Iron Mike sagte... Ja. Boozman, Ricky! Mach sie fertig, Boozman. Mach sie fertig. Curry und St. John, kommen. Ich habe noch einen Job für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Verstanden, Captain. St. John, Ende. Okay. Da können wir keine von machen. Wir könnten die wieder so gebündelt an einen Ort locken. Stein? Nee.
Nicht durch den Busch lauf. Oder wenn du durch den Busch laufst, dann aber nicht an mir vorbei. Horde auf Ausflug, oder? Das kann ich gerade irgendwie nicht so wirklich deuten, ob die, die jetzt hier rumlaufen, alles noch zur Horde gehören? Also ob das die restliche Horde ist, oder? Geil, ernsthaft? Nice. Wir haben die Horde weg. Oh, wie gut. Größtenteils blind geworfen. Und wir haben sie einfach. Wie gut, Alter. Schön. Das heißt, wir können jetzt hier sogar... ein bisschen rumlaufen. Ich meine, gut, das sind schon sehr, sehr viele so, ne? Aber irgendwie hätte ich mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Jetzt habe ich doch gerade irgendwo einen Kanister gesehen. Ich meine, den müssen wir jetzt hier fertig machen. Das, da gibt es keinen... Also, da gibt es keine andere Möglichkeit. MP3-Player haben wir gefunden. Ich habe doch hier irgendwo einen Kanister gesehen, oder nicht? Hi. Hi. Ich bin doch hier gerade so lang gelaufen. Ich habe doch irgendwo einen, einen Generator, sehe ich schon. Irgendwo einen Kanister hier gesehen. Ah, ja, nehmen wir doch den. Also. Na, da steht noch einer. Alles klar. Und hier ist das Ding. Gutes Timing. Oh, und wir sind schon... Oh, wir sind schon bei über 50 Minuten. Fertig. So. Wir haben grünes Licht. Als ob wir alle weg haben. Hervorragende Arbeit an diesem Ding. Was ist denn los mit uns? Ja, endlich. Okay. Was haben wir denn so? Ein Mikrorekorder. Mal sehen. Nein, lassen Sie den Kram da. Dafür haben wir keinen Platz. Ich kenne den Befehl nicht. Was ist los? Wieso ziehen wir ab? Ein Strom. Ich hab's einfach scheiße gesehen. Achso, die Sicherung, stimmt. Den 97 rauf. Die I5. Sie werden unsere Position in weniger als zwei Stunden erreichen. Sicherung ist durchgebracht. Nein, Touristen. Idiot. Ja, Infizierte. Oh, ja. Sind wir im Geschäft. Millionen. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Sehen Sie mal. Ja, das sollte klappen. Wie sehen Sie da? Keine Ahnung, ein halbes Dutzend. Wie viele Flüchtlinge? Ein paar tausend. Vielleicht mehr. Viel mehr. Ja. Na gut, aber egal. Hier müssen wir nicht mehr hin. Wir ziehen ab. Leise. Und Sie halten Ihr verdammtes Maul. Verstanden? Wir werden... So, noch ein Injektor. Gut. Verstanden? Helden der Regierung. Gut gemacht jetzt. Das Ende der Welt abgeschlossen. Nice. Oh, das haut ganz schön rein. Ja, dann würde ich hier einfach sagen... Achso, der Alarm ist noch aktiv, deswegen kann ich nicht pennen. Wir gucken uns einfach mal.
Mhm. Ich glaube, das waren alle. Nice. Und du gehst weg. Dann können wir hier nochmal das Ding reparieren. Sehr schön. Weil ich würde das jetzt einfach gern zum Speichern nutzen. Ich meine, ich kann das auch beim Bike machen, klar. Jetzt können wir auch einen Napalm-Molotow machen. Da können wir auch noch rein. Nee, in dem waren wir drin, ne? Nee. Hi. Achso, da ist gar keine Tür. Ups. Scheiße. Ey, da haben wir einfach mal hier die Horde weggemacht. Krass. Und das Ende der Welt direkt mal abgeschlossen. Auch sehr geil. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.